Genau, Sie sehen hier schon bei den Kurs dann ganz viel dazu. Offene Placebos sind ja sozusagen der Versuch, diese ethisch schwierigen, täuschenden Placebo-Ansätze in eine ehrliche Weise zu übertragen, die man möglicherweise auch ansetzen kann oder einsetzen kann in der Medizin direkt. Wir haben ja in unserem letzten YouTube-Video schon ganz konkret auch über Placebo-Effekte gesprochen und die auch so in der Physiotherapie vielleicht anwendbar sind. Gibt es irgendwas, was du jetzt nach den 3 Tagen gesagt hast, das ist neu für dich, das nimmst du ganz bestimmt mit? Also für mich als Wissenschaftler sind sozusagen diese Bayesian Modelle, statistische Modelle zur Erklärung neu. Was ich glaube ich für die Praxis jetzt besonders mitnehme, sind Modelle zur Empathie und Beobachtungslernen. Das kann man ja super anwenden, also im Warteraum, was da sozusagen an Informationen steht, was andere Patienten berichten. Ne? Das ist ja live gelebt und kann man auch direkt optimieren und anwenden. Also ich glaube, das ist ein großer Punkt, der sich jetzt verändert. Mein Themengebiet zu offenen Placebos und ehrlichen Placebos, das kommt noch. Mhm. Aber ich glaube, das wäre was man relativ schnell umsetzen kann. Mhm.